zu erzählen. Gestern war ja der erste Teil von All the Divine Things Pass. Und zwar die Masterclass Selbstsabotage lösen und erkennen und lösen. Und es war so, so genial, was wir in diesen knapp 2 Stunden alles bearbeiten konnten. Selbstsabotage ist ja wirklich ein Thema, das einzige Thema, das eigentlich wichtig ist, wenn wir herausfinden wollen, warum die Dinge nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Ich habe da eine Masterclass gemacht von ja, mit Q&A hinten dran. Wir waren 2,5 Stunden zusammen und habe erstmal alles erklärt, wie es geht. Und das ist der Schritt Nummer 1. Du musst verstehen, wie die Sachen funktionieren. Du musst verstehen, wie alles aus dir heraus kreiert wird. Aus dir heraus, wie du das machst, auch wenn du dir nicht bewusst bist, dass du es machst. Und wir sind alle so beschäftigt damit, dass wir wirklich manifestieren lernen wollen. Und wir haben immer noch diesen Mindset, dass das Manifestieren etwas ist, was äußerlich gemacht wird. Manifestation ist ein Ergebnis. Das ist es. Es ist ein Ergebnis deines Seinszustandes. Dein Seinszustand ist dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln. Und das ist dein Seinszustand. Und dein Seinszustand ist dir oft nicht bewusst. Uns ist es nicht bewusst, in was für einem Seinszustand wir gerade unterwegs sind, bis wir nicht unsere Manifestationen im Außen sehen. Und das ist 1:1. Ich bin und im Außen ist dasselbe. Ich bin eingeschränkt. Im Außen zeigen sich eingeschränkte Situationen, eingeschränkte Menschen, eingeschränkte Geschichten. Es ist so. Wie kann ich jetzt nicht mehr eingeschränkt sein? Wie kann ich ohne Grenzen sein? Wie kann ich grenzenlos sein? Indem ich diese Frau in mir erkenne, die hier wirkt. Weil mein Mensch, der ist eingeschränkt. Mein menschliches Tun, was ich letztendlich wirklich machen kann, das ist der eingeschränkte Part. Aber was ich generieren und auslösen kann in mir, ist grenzenlos. Und warum sabotiere ich diese Grenzenlosigkeit so oft? Weil ich ein Denken gelernt habe, das davon ausgeht, dass das Leben begrenzt ist, dass das Leben anhand von Zusammenhängen passiert, dass es logisch und analytisch aufgebaut wird und so ist es nun mal nicht. Nur wenn mir jemand sagt, folge nicht deiner Logik, dann ist es ein guter Hinweis. Aber irgendetwas muss ich denn folgen? Wem soll ich denn folgen? Was soll ich denn folgen, wenn ich in einer Welt lebe, die so aussieht, wie sie für die meisten Menschen da draußen aussieht? Sie ist logisch, sie ist analytisch, es gibt Dinge, die funktionieren und es gibt Dinge, die gehen nicht. Dinge gehen für die einen und gehen für die anderen nicht. Und solange ich in dieser Welt lebe, solange ich in dieser Ansicht lebe, werde ich beschränkt sein in dem, was ich mir kreieren kann. Und der Spaß und das Tolle fängt ja erst an, wenn ich dieses Prinzip verstanden habe und mir die richtig großen Sachen erlaube vorzustellen und sage, selbstverständlich ist das auch für mich möglich. Für mich ist alles möglich, denn ich lebe in einem unbeschränkten Universum. Ich muss jetzt nur noch lernen,
wie ich aus diesen unbeschränkten Potenzialen, aus diesen unendlichen Möglichkeiten alles heraushole, was mir entspricht, was ich gerne hätte, was mir Begeisterung erschafft. Und das ist die Divine Design Reise. Und ich habe heute noch einen Post von jemandem gelesen, da wollte ich noch was dazu sagen, weil das jetzt irgendwo immer wieder auftaucht und ich kann das so nicht stehen lassen. Und zwar geht es um Kontrast. Ja? Es geht um Kontrast, weil wir uns in einer Dualität befinden, haben wir eben diesen Kontrast zwischen dem, was wir wollen und zwischen dem, was wir nicht wollen. Das ist klar. Das ist dieser Kontrast. Aber hier wird, in diesem Post, wird behauptet, dass du diesen Kontrast absichtlich in dein Leben ziehst, ja, mit Absicht. Und dass dieser Kontrast quasi deine Lernaufgabe ist, dass all das, was nicht dem entspricht, was du möchtest, was Krankheit entspricht, was Einschränkung entspricht, was zu wenig Geld entspricht, was Unterdrückung entspricht, dass du das absichtlich wählst und kreierst, weil du das möchtest. Und da muss ich sagen, nein, es ist keine Seele hier am Start, die irgendwo etwas wählt, um dir zu schaden, um dir weh zu tun, um dir einen Kontrast zu bescheren. Das ist nicht so, weil unser Divine Design ist immer am Start. Unser Divine Design will nicht Kontrast, will auch nicht, dass du Schmerzen hast, will auch nicht, dass du es schwer hast. Das will das Divine Design nicht. Nur ist es so, dass wir erkennen müssen, dass wir in unserem Human Design so programmiert worden sind, mit unseren Glaubenssätzen, mit unseren Überzeugungen, dass wir glauben, dass das Leben schwer ist, dass wir glauben, dass es Dinge gibt, die nicht möglich sind, dass wir an alle Begrenzungen glauben, dass wir an Gut und Böse glauben und dass wir an Einschränkungen glauben. Aber das ist nicht von irgendeiner höheren Macht gewollt. Das ist nicht so. Wir sind nicht von irgendeiner höheren Macht getrieben, gezwungen, um zu erkennen, dass wir es anders haben wollen. Diese Ansicht kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Weil wir, in uns ist immer schon dieses Gefühl von, eigentlich müsste doch alles liebevoll sein. Eigentlich müsste doch alles gut sein. Eigentlich müsste doch alles möglich sein. Eigentlich müsste doch alles leicht sein. Und das, weil dieses Divine Design in uns angeboren ist, weil es unser wahrhaftiges inneres Design ist, entsteht der Kontrast mit dem, was uns vorgelebt wird, was die Menschen sagen, was uns erzählt wird, was uns übergestülpt wird an Ansichten und an Überzeugungen, die eben nicht dem Divine Design entsprechen, von Menschen, von einer Gesellschaft, die nicht informiert ist. Und das Einzige, was das für mich bedeutet, ist, ich muss mich informieren. Ich muss wissen, wie es richtig geht. Ich muss wissen, wer ich wirklich bin. Ich muss wissen, auf wen ich höre, auf mein inneres Divine Design, auf meine innere Wahrhaftigkeit, die sich gut anfühlt, die sich leicht anfühlt, die sich schön anfühlt, die sich unterstützt anfühlt. Oder auf äußere Stimmen, auch die, die es gut meinen und die mir dann aber trotzdem sagen wollen, es ist so, die Dualität hast du erschaffen, damit du diesen Kontrast hast, damit du dich nachher aus diesem Sumpf befreien kannst. Und das kann ich nicht unterschreiben, weil es nicht so ist.
weil es absolut nur darum geht, wie wir hier auf dieser Welt aus unserem Divine Design rauskonditioniert worden sind, rauserzogen worden sind. Das ist das. Das ist die Wahrheit, die hier passiert ist. Und die Divine Design Reise sitzt genau da an und sagt, du weißt doch, was du willst. Du weißt doch, wie du leben willst. Du weißt doch, wie du dich fühlen willst. Du weißt doch, wie du die Welt sehen willst. Du weißt doch, wie du die anderen Menschen sehen willst. Erinnere dich daran. Erinnere dich daran. Nur das. Und hier gibt es, wir haben keine böse Macht. Es gibt keine böse Energie. Es gibt keine negative Energie. Es gibt nur uns in unserem Seinszustand, in unserer Vorstellung als Filter für diese Energie. Die wird durch unsere Vorstellung, die Informationen, die wir durch unsere Gedanken, durch unsere Sichtweisen und Annahmen haben, diese reine Divine Energie wird dadurch gefiltert. Und deswegen ist es meine einzige Aufgabe, wieder zu wissen, wie es ist in meinem Divine Design, weil ich habe es gewusst als kleines Kind, und mir zu erlauben, daraus zu leben. Und das bedeutet, mir zu erlauben, die Welt so zu sehen, und zwar so lange im Divine Design zu sehen, bis sie shiftet. Die Welt da draußen shiftet, indem ich meine Ansicht shifte. Ich habe es schon so oft gesehen bei mir, bei meinen Klientinnen. Sachen, die für den logischen Verstand so nicht zu erklären sind, haben sich verändert, als es durch das Divine Design gesehen wurde. Als die Situation ins Divine Design erhoben wurde. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich auswähle oder dass ich irgendwann mal kreiert habe, ein hartes, leidendes Leben, um mich zu erfahren und wahrzunehmen im Leid. No! Ich bin hier, um mich zu erfahren und wahrzunehmen in meinem Divine Design. In meiner Wahrhaftigkeit, in meiner Schönheit, in meiner Liebe, in meiner Perfektion, in all den schönsten göttlichen Facetten, die ich mir nur überstülpen kann. Und wenn ich es geschafft habe, diese Facetten mir überzustülpen, dann kann ich sie auch anderen überstülpen. Dann kann ich einen Lifestyle draus machen, jeder Situation, jedem Wunsch, jedem Anliegen, jeder Nachricht. Kann ich ein Divine Design überstülpen und schon verändert sich die ganze Sache. Und dafür bin ich hier, um das zu erkennen, dass alles schon so war, dass alles eigentlich so ist. Nur ich jetzt erkennen darf, dass ich auch so bin, dass ich divine bin. Und die meisten Menschen kommen auf diesen Trip, weil sie gelitten haben, weil sie gesucht haben, weil sie einen Ausweg gesucht haben. Aber es ist nicht so, dass das Leid zu ihnen aus diesem Grund gekommen ist. Das ist nicht so und das möchte ich nicht verbreiten. Hier ist niemand gestraft mit Leid, um zu lernen, um zu erkennen. Viele erkennen es über Leid. Aber ich bin hier, um dir klar zu machen und zu erklären, wie das ganze Sache funktioniert, damit du es nicht über Leid erkennen musst, sondern damit dein logischer Verstand jetzt hier aha schreit und sagt, wow, was diese Frau sagt, das entspricht ganz genau dem, was ich schon immer gefühlt habe. Und dann kannst du es lernen, dann kannst du es lernen zu verstehen, dann kannst du tiefer und tiefer verstehen, dieses Verständnis, das in dir schon lange lebt, mit dem du geboren bist, wieder ausgraben und als deine einzige Wahrheit leben. Und dann muss keiner mehr leiden, dann muss keiner mehr beschränkt sein, dann muss keiner mehr so lange anfangen zu suchen, bis er irgendwas gefunden hat, das ihm raushilft. Und meistens hilft es übrigens auch nur halben Weg, weil es kein ganzes Prinzip ist, was die meisten Ansätze, die hier als Lösung angeboten werden, lehren.
Aber ich lehre dir das Prinzip des Divine Designs. Ich lehre dir das Prinzip der Wahrhaftigkeit, deines wahrhaften Seins und wie alles aus dir heraus wirkt, was deine Werkzeuge sind, um zu kreieren und zu manifestieren. Das lerne ich dir. Darüber informiere ich dich jetzt. Und du kannst mich hören, weil ich spreche genau zu deinem Divine Design, zu einem Wissen, das du verschüttet hast in dir. Und deswegen brauchst du nicht zu leiden, sondern du kannst einfach nur deine Wahrhaftigkeit anfangen auszupacken und zu leben, ohne jemals gelitten zu haben oder ohne jemals mehrfach gelitten zu haben. Und warum sollten wir annehmen, dass der Mensch nur über Leid lernt? Das ist eine Floskel, das stimmt so nicht. Der Mensch ist sehr gut über den Intellekt zu erreichen, über sein Denken. Deswegen denkt er ja auch so viel Scheiße. Und deswegen bin ich hier angetreten, um genau diese Wahrheit immer wieder aus tausend verschiedenen Perspektiven zu erzählen und klar zu machen. Und ich möchte einfach Schluss damit machen, dass der Mensch hier ist, um zu leiden und dass der Mensch nur lernt durch Leiden. Warum? Divine Design ist in mir. Das braucht kein Leid. Das braucht nur Aufmerksamkeit. Das braucht nur Bewusstsein. Das braucht nur Verständnis. Das braucht nur Klarheit. Und es braucht einen Rahmen, einen Container, in dem es so lange dort gehalten wird, in seinem Divine Design, in ihrem Divine Design, bis das Verständnis so tief gesickert ist, dass ich weiß, was da draußen vorgeht und wie ich alles, mein ganzes Leben, meine ganzen Ansichten, meine ganzen Manifestationen ins Divine Design bringen kann. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, weil es ist mir ganz, ganz wichtig. Ich finde es grausam, wenn man versucht zu rechtfertigen, dass Leiden eben quasi die Voraussetzung für Wachstum oder für Erleuchtung oder für Klarheit, für Wahrhaftigkeit ist. Nichts von dem. Einzige Voraussetzung ist ein Entschluss. Den Entschluss, den du fassen musst, dass du ein Leben dir kreieren möchtest, das deinen höchsten Wünschen, Ansichten, Herzensangelegenheiten, Werten entspricht. Das ist alles. Das kannst du jeden Moment entscheiden und dazu musst du nicht leiden, dazu musst du nicht das Leben schwer haben, dazu musst du dich nicht abgelehnt fühlen. All das ist nicht notwendig, sondern einzig nur die einzige Entscheidung ist, ich weiß, ich bin ein grenzenloses Wesen, ich weiß, ich will es lernen, was es ist, ich will lernen, was es bedeutet und ich will lernen, was es heißt, ist dieses Wesen hier auf diesem Planeten zu gehen, zu leben und zu erleben. Das ist meine Mission für dich. Und hier gibt es keine Einschränkung in gar keinem einzigen Bereich, weder Liebe, weder Partnerschaft, weder Gesundheit, weder Geld. Es ist alles ein Prinzip. Und dieses Prinzip verkörpern wir. Wir wissen nur nicht wie. Wir haben es vergessen. Wir sind abgelenkt worden. Uns sind andere Sachen präsentiert und klargemacht worden, die wir geglaubt haben, die aber nicht der wahrhaftigen Wahrheit entsprechen. Ja, das war mir wichtig, das hier klarzustellen. Und ja, die Selbstsabotage-Masterclass gibt es jetzt für 111 € zu kaufen. Es ist wirklich eine Masterclass. Du lernst, wie du es machst mit Papier und mit Zettel, welche Herangehensweisen du nimmst, dass du diese Sabotagen findest und wie du sie transformierst, wie du sie entfernst, wie du sie neutralisierst, nenn es, wie du es möchtest. Ja, und wenn du dich weiter interessierst hier an meinem Programm, das nächste wäre am 26.07., 2.8., 9.8., immer dienstags gibt es die Mini Mastermind. Und das ist so eine geile Mini Mastermind von 3 Wochen. Und zwar öffentlich wachsen. Es geht um dein Business, aber es geht auch um dich und um deine Persönlichkeit. Und hier dieses öffentlich, dieser Aspekt des öffentlich,
Das ist so ein wichtiger Aspekt, weil wir meistens innerlich wachsen, wir studieren, wir lernen, wir versuchen umzusetzen und zu machen, zurückgezogen, im kleinen Kreis, geheim. Und das ist ein Punkt, ein ganz großer allgemeiner Sabotagepunkt, dass wenn du es dir nicht traust, dein Wachstum öffentlich zu machen, dein Wachstum öffentlich zu zeigen, öffentlich zu teilen. Und mit öffentlich meine ich nicht nur hier irgendwie Facebook oder Instagram, sondern mit öffentlich meine ich öffentlich im Leben draußen, bei allen, den Leuten, die du kennst, bei deiner Familie, bei Freunden, bei Bekannten, dass du zu dir stehst, dass du zu dir committed bist, dass du zu deinem Wachstum committed bist. Egal, wo du ankommst und auftrittst, dass das dein Commitment zu dir selbst ist. Weil solange du damit hinter dem Berg hältst, solange du dann noch irgendwo das Gefühl hast, es dürfen die Leute nicht sehen oder der und der darf es nicht sehen oder die und die dürfen es nicht sehen, wirst du sabotiert. Dein Wachstum wird sabotiert, deine Manifestation, deine Wünsche, deine Träume werden sabotiert. Und weil es so wichtig ist, nicht nur im Business, sondern auch im Privaten, lade ich dich dazu ein. Ich werde heute diese Masterclass für 2 Tage aufschalten, dass du sie buchen kannst für 111 Euro, danach für 222 Euro, danach für 333 Euro, danach für 444 Euro. Und der Anstieg, der geht rasant, weil der Endpreis ist 444 Euro, den du dann bezahlst am Schluss. Also verpasse nicht die Preispunkte, wenn du sagst, oh wow, das ist genau eine Sache, die möchte ich in den Griff kriegen. Das ist das, wo ich echt noch strauchle, wo ich irgendwie noch sage, meinem Vater kann ich es nicht sagen, meinem Sohn kann ich es nicht sagen, meinem Ex-Mann kann ich es nicht sagen, auf Facebook Live kann ich sowieso nicht sagen, was ich hier wirklich mache in meinem Maximum, in meiner Persönlichkeitsentwicklung, in meinen Träumen, weil wenn du nicht die willst, die zu sich und ihrem Wachstum, zu ihren Wünschen und Träumen 100% committed bist, nicht nur irgendwie, ja, denen kann ich sagen, denen kann ich es nicht sagen, dann wird dich das sabotieren. Und das möchte ich nicht für dich. Ich möchte, dass du da rauskommst. Ich möchte, dass du genau dieses schnelle, im Außen sichtbare bekommst, weil du zu deinen Wünschen und Träumen öffentlich, was auch immer öffentlich ist einfach für alle und für jeden committed bist. Und wenn du jemand bist, wo sagt, oh shit, da hapert es noch ein bisschen, habt ihr schon noch ein bisschen Angst vor. Diese Masterclass für dich wichtiger. Sie ist auch wieder in dem All the Divine Things Pass drin, den kriegst du immer noch für 999. Bis zu meinem Geburtstag am Sonntag. Danach werde ich den Preis erhöhen, weil es sind Masterclasses und Mini-Masterminds, die das ist, als hättest du ein Coaching-Programm bis Ende Oktober gebucht, allerdings halt für 999 Euro für jeweils spezifische Fragestellungen, spezifische Bereiche und Punkte. Also, so musste gesagt werden. Ich freue mich, wenn ich dich damit erreichen konnte mit dieser Message. Du bist alles und deswegen ist alles für dich möglich. Du bist Divine Design, deswegen ist nur das Schönste, Großartigste, Liebevollste, Unterstützendste, dich Ehrendste und Liebendste für dich gedacht. Also, bis bald. Tschüss.